Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Retreat Bundle von UFO 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Retreat von UFO 361. Das Ganze erscheint am 24. April. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Jawohl, wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Es ist das fünfte Album von UFO 361. Die Box habe ich auch bestellt über den gleichen Shop, über den Stay High Shop. War jetzt etwas verwirrt, Bundle ist schon da, Box noch nicht. Schade, ich hätte euch lieber die Box zuerst vorgestellt. Aber ja, ich hoffe mal, dass die Box dann morgen oder übermorgen auch noch eintrifft. Und dann stelle ich euch die Box natürlich auch noch vor. Gut, wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich. Dann haben wir hier eine Umhängetasche, ein Sweatshirt und ein Poster. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, nehme ich einmal hier das Sweatshirt. Und einmal die Tasche hier. Holen wir das mal raus. Backbase, okay. Und hier bei dem Sweatshirt lesen wir noch Größe M. Dazu kommen wir dann noch. Und dann haben wir natürlich das Album an sich. So sieht das aus in Schwarz. Auch hier werden wir natürlich die Folie entfernen. Die Frage, wo am besten? Wahrscheinlich hier seitlich. Wunderbar. Also, das ist das Album an sich. Es kommt hier in einem Pappschuber. Stay High Presents UFO 361 Rich Rich. Auf der Rückseite haben wir hier oben einen Barcode und die Tracklist. 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features nicht angegeben, obwohl welche dabei sind. Sind wahrscheinlich dann im Booklet ersichtlich. Und ein Track, nämlich Nummer 13, ist ein Remix von Track Nummer 3. Big Drip mit Future wurde ja auch schon als Video ausgekoppelt. Darunter haben wir noch die Beteiligten und eben die Logos. Gut, dann schauen wir hinein. Der Schuber lässt sich einfach abziehen. Und so sieht dann das eigentliche Albumcover aus. Hier lesen wir auch wieder Rich Rich und UFO 361, allerdings in weiß. Und wir haben hier ein bunt gemischtes Cover. Also wir haben hier unter anderem UFO 361, wenn auch vermummt. Dann hier eine junge Dame, Bling Bling, Feuer, einige Elemente hier zu sehen. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, UFO 361 Rich Rich und nochmals die Tracklist. Ja, also das ist genau wie auf dem Pappschuber, nur eben ohne Barcode. Dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, wie sieht das aus? Hier gibt es auch wieder jede Menge Schmuck, jede Menge Chains. Ja, also UFO ist auf jeden Fall einer, der sehr viel Geld in Schmuck investiert. Dann haben wir hier noch Infos zu Fotos und Artwork. Rich Rich mit einem Riesenhaufen an Dollar. Was lesen wir hier? Okay, versuche ich das mal vorzulesen, wenn ich es entziffern kann. Also, all der Reichtum, all das Geld, der Erfolg hat keinen Wert. Warum auch immer ich so denke, aber ich könnte mich auf der Stelle von all dem Scheiß trennen. Solange es meiner Familie gut geht und alle Menschen, die ich liebe, gesund sind. Wenn du Geld hast, bist du rich. Aber wenn du alles hast, was du wirklich brauchst, wie eine gesunde Familie, ein gesundes Leben, dann bist du rich, rich. Okay, also so die Steigerung von Rich. Rich ist so quasi das materielle abgesichert sein und Rich Rich ist dann wirklich, wenn auch das drumherum passt, also Familie, Gesundheit, Beziehungen und so weiter. So, jede Menge Fotos aus dem Leben von UFO 361 und zum Abschluss noch einmal das Label Stay High. So, wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, in Schwarz und Silber gehalten.
und auf der Rückseite dieser Riesenberg an Dollarnoten, der hier verbrannt wird. Kennt man ja auch aus dem einen Video. So, dann in den Schuber zurück. Die Infos im Booklet habe ich jetzt vermisst bezüglich Features, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es gibt tatsächlich nur ein Feature auf dem Album, und zwar eben Future auf dem Track Big Trip. So, dann haben wir als nächsten Inhalt eine Umhängetasche, die kommt hier in schwarz mit einem lilanen Stay High aufgestickt. Hier oben dann auch ein schwarzer Gurt. Der ist natürlich hier größenverstellbar, also kann man dann individuell anpassen. Wir haben hier vorne einmal einen Reißverschluss. Und darüber dann auch noch einen zweiten. Genau hier. So, das ist die große Tasche. Sieht so aus. Und wir haben es hier zu tun mit einem Produkt von Backbase, Beachfield Brands Limited United Kingdom, und das Ganze ist, glaube ich, zu leicht zu entziffern. Der Zettel ist ja auch fest drin. So, 100% Polyester steht hier. Ja, und made in, kann man schwer lesen, made in China. Grüße gehen raus. Dann die vordere Tasche, auch ganz schlicht gehalten. Hier sehen wir dann noch das Stay High. So viel zur Tasche. Dann packen wir die mal zur Seite und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Sweater, ein Sweatshirt in schwarz. Und wie sollte es anders sein, auch hier natürlich wieder in lila auf der Brust das Stay High Logo. Ansonsten hier alles in schwarz. Wir haben hier dann unten am Bauch und an den Ärmeln das Ganze entsprechend hier mit einem Bund vernäht. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also wir haben hier einen riesen Backprint. Hier lesen wir Rich Rich, UVO 361, Stay High, Stay High. Und dann lesen wir hier noch, all der Reichtum, all das Geld, der Erfolg hat keinen Wert. Und das Logo Stay High. Bei diesem Sweatshirt haben wir es zu tun mit einem Stay High. Und das Ganze besteht aus 50% Polyester, 50% Baumwolle. Und das Ganze ist in der Größe M. Die Größe war frei wählbar. Also man konnte dieses Bundle individuell der Größe nach auswählen. Ich glaube von S bis XL oder XXL war da alles dabei. Ich habe mich mal wieder für M entschieden. So, dann packen wir das Sweatshirt wieder zusammen. Und zur Seite. Und kommen zum letzten Inhalt des Bundles. Und zwar haben wir hier ein Poster. Ja, für ein Bundle außergewöhnlich groß. Und zwar, wenn es aufgeht, es ist hier leider etwas schwierig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier noch zusammenklebt. Wir schauen mal kurz. So, jetzt sollte es besser gehen. Genau. So, was haben wir hier? Wir haben hier den Interpreten UVO 361 am Schweben. Darüber lesen wir groß Rich Rich, dann UVO 361. Und hier sehen wir ihn in weißer Jacke, weißer Jeans, weißen Schuhen und orangenem Hoodie. Darunter kommt noch ein weißer Rollkragen zum Vorschein und natürlich auch wieder jede Menge Schmuck. Und hier unten dann nochmal das Label Stay High. Ja, das Ganze kommt in so einer Filmoptik. Ist einseitig bedruckt, das Ganze. Und wir haben es hier mit einem Poster im Hochformat zu tun. So, dann packen wir das wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir den Sweater
in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Die Umhängetasche ebenfalls in schwarz mit lilanem Aufdruck, beziehungsweise nicht Aufdruck, sondern das Ganze ist aufgestickt. Und natürlich das Album an sich, Rich Rich, kommt hier im Pappschuber in einem Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Rich Rich von UFO. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.